Ein herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Imperium Galactic Survival, Freunde. Es sind noch ein paar Minütchen hin. Ihr seht es, 20 Minuten, dann ist dieses Schiffchen fertig. Und in der Zwischenzeit, habt ihr jetzt wahrscheinlich auch kurz gesehen hier, habe ich ein paar Bohrer gebaut. Das heißt, wir werden uns nochmal zur Trading Station begeben, gucken, ob eventuell wieder neue Nylumium-Barren da sind. Eine Sache hatte ich nämlich auch noch gesehen, das würde mich auch nochmal interessieren. Und zwar fehlt uns das Bergbaukerngerät für auf jeden Fall den, genau, das automatische Bergbaugerät T1. So, davon würde ich mir gerne eins holen, damit wir eins davon bauen können, damit wir beispielsweise wichtige Sachen die Pentaxid oder sowas vielleicht abbauen könnten, wobei das geht glaube ich nicht, aber Eisen und derweil einfach mal ausprobieren, ja. Einen Schutzanzug habe ich noch gebaut, zwei Raketenwerfer für das Schiffchen, was wir noch haben werden. Wir werden noch zwei Miniguns noch bauen, glaube ich. Irgendwas mal. Das hier. Und genau, das würde funktionieren. Das Pulsgewehr geht nicht, da fehlt uns Zaskosium, also das ist das nächste. Wir bauen nochmal zwei Miniguns. Und eine Railgun haben wir hier übrigens, die wir zurzeit aber nicht nutzen können, weil wir keine Munition dafür haben. Da ist sie. Braucht Railgun-Kugeln. Und für Railgun-Kugeln, jetzt kommt es nämlich, brauchen wir einen Moment. Da sind sie. Satium-Barren. Also Satium wäre hier an der Stelle halt auch ein Thema. Und Satium haben wir hier nicht auf dem Planeten. Nein, haben wir nicht. Wir haben Satium. Einen Moment, Übersicht. Nein, da ist es auch nicht hin. Wir haben, hier ist Satium, glaube ich, ne? Mal kurz, wir wählen das mal eben an. Genau, hier ist Satium. Das wäre dann an dem Mond hier. Und hier sind wir ja hingesprungen, weil wir was haben wollten. Einen Moment, Nylumium, ne? Da ist Nylumium ein Vorkommen. Das haben wir auch gefunden, glaube ich. Und das ist das Problem. Da sind wir abgeschossen worden. Also, tricky, tricky, tricky. Ich weiß gar nicht. Satium gibt es dann hier. Das Kosium gibt es nämlich in diesem System gar nicht. Das ist das andere Ding. Okay, nichtsdestotrotz, ich möchte genau einmal vielleicht noch zur Trading Station. Da nochmal schnell hingucken. Wir sollten ja jetzt etwas flotter unterwegs sein. Warum hebt er jetzt nicht ab? Ah, jetzt hebt er ab. So ein bisschen schwach auf der Brust. Okay, das ist interessant. Also der Schub nimmt ab, je steiler der Winkel ist. Finde ich gut. Hat was. Also man kommt nicht mehr so einfach raus anscheinend. Das ist geändert worden, glaube ich. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe auch nicht nachgeguckt. Es sei denn, ich mache hier irgendwas komplett verkehrt. Das kann natürlich auch sein. Ach, 45 Grad ist jetzt aber auch nicht steil, ne? Natürlich setzen wir den Helm auf. Prometheum Asteroid, alles gut, alles gut. Ich suche nach was anderem. Und zwar nach der Orbital Trading Station. Da sind wir jetzt schon mit 63 Meter die Sekunde unterwegs. Das ist okay. Wir sind natürlich jetzt schlecht rausgekommen. So.
So, und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt noch ein bisschen Neodymium einkaufen können. Ich hoffe, dass wir unsere Bohre gut verkaufen können. Und so ein Bergbaukerngerät. Also, Bergbaukerngerät. Ich glaube, so heißt es. Genau, das sind meine Hoffnungen an der Stelle. Und dann natürlich, dass das Schiff fertig wird und dass wir spätestens in der nächsten Folge nun endlich unseren nächsten Sprung wagen können. Und das Ziel Neodymium verfolgen können, sowohl als auch Satium. Beides sind Sachen, die ich da gerne gerne nehmen würde. Ja, also einsammeln würde an der Stelle. So, jetzt haben wir viel gequatscht. Da ist... Genau, das war die Hidden Station. Wir haben jetzt einfach mal umflogen. Die Defense Station ist ja auch da in der Nähe. 4 Kilometer entfernt. So, irgendwie treiben wir seitwärts, kann das sein? Ja, ja. Jetzt müssen wir erstmal komplett abbremsen. Das funktioniert noch nicht so gut an der Stelle. So, jetzt sind wir wieder in Fluchtrichtung unterwegs. Jetzt geht es auch wesentlich schneller. Ich hoffe, ich habe mich nicht verguckt mit den Bohrern. Ich meine, das waren T1-Bohrer. Jetzt dürften ungefähr noch, ich schätze mal 10, 12 Minuten ungefähr, dann sollte das andere Schiff schon fertig sein. Stimmt, wir haben ja die Piratenmission ja auch noch gar nicht abgeschlossen. Was war denn noch das Problem? Irgendwie konnten wir die, glaube ich, nicht abschließen. Ach ja, das waren die Geschütze da unten, die quasi unzerstörbar gewesen sind oder immer noch unzerstörbar sind. Würde mich interessieren, habt ihr eventuell auch mal so eine Quest gehabt? Und wenn ja, hat sie bei euch geklappt? Das ist mal die Frage. Weiß halt nicht, ob ich da irgendeinen Fehler gemacht habe oder nicht. So, 2 Kilometer noch. Vorsichtig rein navigieren. So. So, Jetpack aus. Das ist angenehmer. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal. Oh,
Jawohl, Leute, das ist gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Wir können 8 Stück verkaufen. 26.500, ich dreh durch. Geil ist das denn bitte? Na los, weg damit. Da sind wir schon bei 44. Haha, so, Nydymium. Nein, Nydymium ist noch nicht wieder da. Ich weiß allerdings auch nicht, wie das gewertet wird. Also, wonach geht es an der Stelle? So, Bergbau-Kerngerät. Ich glaube, da kaufen wir. Kaufen jetzt einen für 10.000. Wir haben gut Gewinn gemacht. Machen wir Bergbaugerätekern, so heißt es ja. Aluminiumplan, okay, so. Da kommt er schon wieder. Genau, da war Garden Supplies. Was war oben noch? War oben nicht noch auch noch irgendwas? Genau, hier oben war noch die Dienstleistung, oder? Hardware, was fanden wir denn hier noch? Nein. Ah, Multiwerkzeug T2 könnte man hier theoretisch auch verkaufen. Mittlerer Schutzanzug, boah, für fast 60.000. Nationsboost, Energiematrix, große optronische Brücke. Also, da ist auch was drin, wenn man das verkaufen möchte. Läuft. Ansonsten, wo haben wir denn Eva-Booster? Der hätte auch noch. Aber den kann halt nicht herstellen, ne? Kann man den herstellen? Das wäre natürlich auch interessant. Gut, wir haben, was wir wollten. Ich glaube, hier gab es nichts Besonderes mehr. Mal reinschauen. Mal sicher gehen. Ne, es gab hier den Mehrfachbooster. Nee, wir können noch was zu trinken kaufen und zu essen. Das machen wir jetzt auch nochmal. Hier waren die optronischen Brücken, ne? Ja, hier konnte man diese Brücken kaufen. Der hatte auch Bergbaukerngeräte im Angebot. Muss mal eben gucken. Boah, das wäre sogar günstiger gewesen. Ich raste ab. Ich raste ab. Da haben sie mich aber richtig verkackeiert. So, hier gibt es noch was zu essen. Das müssen wir uns mal schnell holen. Burger and Fries, wunderbar. Das ziehen wir uns rein. Einen schönen, leckeren, ungesunden. Wo bist du denn? Fleischburger. Zwei Stück. Kaufen. Das ist drinne. So. Oh. Oh nein, jetzt habe ich meinen Bohrer mitverkauft. Nö, habe ich nicht. Da ist er ja. Aber er hat ihn da rausgenommen. So. Lecker, lecker. Noch einen Schlag Sauerstoff hinterher. Und runter geht's. Sehr schön. So, was machen wir jetzt? Zurück. Ja, Outpost. Den Kern. Gerätekern abgeben. Dann sollte. Hoffentlich, ja, 7 Minuten, dann ist auch das Schiffchen fertig und dann können wir das Schiffchen nochmal ausstatten. Es ist leider so, Leute, das muss halt sein. Es bedarf da wieder Vorbereitung. Wir fliegen wieder unterhalb der Hidden Station entlang, um diese Defense Stations zu umgehen. Und ich hoffe auch diesem komischen Patrouillenschiff. So, und ich glaube an dem Polaris Logistik Hub, also dieses einzelne Gebäude, wo wir gewesen sind, da gab es diesen Typen, mit dem man Glücksspiel betreiben kann. Und das wiederum kann man wohl dann nur mit Goldmünzen, die man aus Gold gewinnt. Wobei Gold natürlich auch ein entsprechendes ja, Material ist, was für bestimmte Komponenten verwendet wird. Also ich finde die Staffelung, wie was aufeinander aufbaut, mittlerweile sehr, sehr gut gemacht hier.
ist die Hit Station. Ich sehe es schon wieder kommen. Wir bauen dieses Schiff. Der Tank geht dran. Das Ding ist alles toll, alles gut. Wir springen da rein und werden wieder abgeschossen. Das wäre natürlich der Super-GAU. Eieieiei. Aber jetzt wissen wir, wo wir uns einlassen. Wir müssen halt nur den richtigen Zeitpunkt finden und abpassen. Leichtes Zittern hier am Steuer beim Eintreten in die Planetenatmosphäre. Ups, und siehe da. Angehalten ist es. Wunderbar. Na, Jetpack an, bitte. Genau. Oh, hier steht alles in Blüte. Traumhaft. So, dieses Kerngerät werden wir erstmal hier reinpacken. Da werden wir uns später drum kümmern. So, Kräuterblätter sind fertig. Wunderbar. Es sind die Gewürze noch im Wachstum. Das Gemüse ist fertig. Genau. Getreide haben wir auch bekommen. Sehr schön. Das wird immer besser. Und wir können auch sofort hier wieder die jetzt 1, 2, 3, 4, ne? So, wir können gleich diese Sachen hier herstellen. Wir können theoretisch sogar die Regenerationskits, aber sie bringen ja das Gleiche. Das hier ist wesentlich besser. Alles gut. Wir behalten es mal so, wie es ist. Exakt. Wir schauen schnell rein. Was brauchen wir? 2 Minuten noch, Leute. Das ist wunderbar. Wir können hier eigentlich schon mal schauen, dass wir... Moment, wo haben wir es denn hier oben? Genau, wir haben die Railgun. Dafür brauchen wir 15 mm Kugeln. Wir haben die Raketenwerfer. Da brauchen wir 130 mm Raketen. So, 130 mm Raketen. Da sind sie. 6 Stück kommen raus. Das heißt... wir da 20 von machen. Sind wir bei 120 Raketen, ne? Ist das richtig? Ich weiß gar nicht. Müsste sein. Müsste sein. Und 15 mm Kugeln. Da würde ich gerne, sagen wir mal, 3000 von haben. Ich denke, das ist okay. Ich denke, das ist okay. So, ich stelle fest, Siliziumerz ist da recht wenig unterwegs. Jetzt wollen wir noch mal eben kurz gucken. Wir können, ja, wir bauen den Einser hier noch hinterher und schauen uns noch mal um nach einem Siliziumkern. Will ich jetzt... Kern? Ist das ein Siliziumkern? Da haben wir... einige Zellen, die da verwendet werden können. Das behalten wir mal im Auge. So, die beiden haben wir hier. Das bauen wir da auf. Da. 15 mm. Also sind gerade. Achso, er ist gerade am Millimeter. Jawohl, immer raus, immer raus. Das läuft schon.
können, genau, wir können mal gucken, wir können das mal dekonstruieren, wir können das mal dekonstruieren. Der Kern kann auch mal dekonstruiert werden. Ich glaube, die Schubdüsen brauchen wir an der Stelle erstmal auch nicht. Den lassen wir mal aus Sicherheitsgründen. Und ansonsten haben wir auch nichts, was jetzt gerade unbedingt demontiert werden musste. Und hier haben wir genau, hier haben wir einiges bekommen. Dann warten wir mal, bis das durchgelaufen ist. Und dann können wir das mit rübernehmen. Hier ist nämlich Erestrium und Saskosium. So, wunderbar. Da kann er weiter konstruieren. Wir werden unser Schiffchen aufstellen. Und natürlich sofort eine Reparatur. Mach es bitte auf. Warum hast du denn das nicht hier mit reingelegt? Das sollte doch so sein. Genau, hinein damit. Hier ist es fertig. Objekt erzeugen bitte. So. Bitte. Bitte so. Bitte so machen. Dann. Wir setzen uns kurz rein. Einmal Reparaturvorlage speichern. Das haben wir dann gemacht. Und hier werden wir demontieren. Hier soll der Tank hin. Habe ich den Tank schon eingepackt? Ich habe den Tank natürlich noch nicht eingepackt. Ne? Das ist nicht gut. Gefallen. Das sind schon Raketen. Ach, das sind schon Raketenwerfer dran. Heilige. Hätte das gar nicht stattfinden brauchen. So, dann kommt da noch einer hin. Da kommt noch einer hin. Also eigentlich hätte ich die schon gerne. Wir besparen uns die. Wir sparen uns die. Alles ist gut. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Bedeutet, die gehen wieder zurück. Genau dahin. Wir laden die Munition um. Das Bergbau-Kerngerät. Energie dafür haben wir. Wir haben die Bolzen. Wir haben den Tank. Wo bist du denn? Da. Ne, das ist der Warp-Antrieb. Und irgendwo haben wir den Tank gehabt. Da ist der Tank. Den machen wir auf die 3. Exakt. So, der kann da rein. Und genau, der Antrieb kam oben drauf. Der Antrieb kam oben drauf und das andere, das laden wir hier jetzt. Halt, ich musste mal nochmal die großen Energiezellen. Ich glaube, eine Fusionszelle reicht da an der Stelle, oder? Wir gucken mal, was eine Fusionszelle ausmacht. Verwalten. Oh, doch nicht viel. 300 macht das aus. Okay. %32. Ich nehme nochmal. Oh. Ach, das ist ja gierig. Das wusste ich nicht. Mit Alt ist freie Sicht. Das ist toll. Wusste ich wirklich nicht. Wir nehmen mal 2 Fusionszellen. Genau. So sieht's aus. Laden das voll. Machen einen kleinen Testflug, wenn man so möchte. Verwalten. 2 Fusionszellen. Hau rein. Fast drüber. Dann nochmal verwalten. Und bitte. Moment. E. Waffen und Geschütze sind ausgefahren. So, dann laden wir bitte nach. Du
Du auch bitte nachladen. Jawohl. Und eins fehlt noch. Ihr wisst, was fehlt. Exakt. Und zwar der Bursche. Der fehlt auf jeden Fall noch. Sehr schön. Wir schnappen uns hier die ganzen Materialien, die wir gerade rausgeholt hat, wenn wir denn schon mal an der Stelle sind. Und dort oben. Nein, 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 nein. So, hier. Zigzaggy. Der kann dahin. Und jetzt, liebe Leute, jetzt haben wir noch das Entscheidendste überhaupt machen. Wir speichern nochmal die Reparationsvorlage. Und ja, der lässt sich wesentlich besser steuern als der Blue Dart. Das wird nur noch unser Sicherheitsteil sein. Exacto Mundo. Wunderbar. Ich bin stolz nach ungefähr ja, fast eineinhalb Stunden, dass das soweit funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob das ist alles gut. Ist hier noch irgendwas kaputt? Ich will noch mal einmal kurz drum dran lang gehen. Ah, sieht alles gut aus. Das sieht alles gut aus. So. Gibt es noch was zu tun, bevor es denn dann losgeht? Wir haben Sauerstoff, wir haben das Bergkernburg. Genau das wollten wir noch aufstellen. Das machen wir eben nochmal schnell. Wir haben bestimmt irgendwo noch eine. Ja, klein. Ist nicht schön, aber immerhin. Und theoretisch 100% Erz übrig. Das machen wir doch. Da fliegen wir jetzt hin, ist genau vor Ort. Heilige Scheiße, ist der schnell. So. Jetzt gucken wir, dass wir jawohl. Sehr schön. Los geht's. Was ist? Status an. Wow. Alles klar, Leute. Dino-Ei, nehmen wir mit. Dino-Ei, nehmen wir mit. Okay. Alles mir, packen wir zurück. So, jetzt kümmern wir uns das nochmal in Ruhe an. Was bedeutet das? Also, Qualität, Quellmaterial, 37%. Also 37 pro Stunde generiert der. Maximal 1750 Items. Wahrscheinlich ist das die Menge an Dings. Also die Menge an Erz, was da drin lagert. Und Restarbeit, Arbeitszeit, Stunde, Minute, also 5 Stunden 36, das heißt 37 pro Stunde, das ist aber wenig, oder? Ja, ist halt nicht viel, ne? Das heißt 5 mal 7, das ist echt, boah, das ist verschwindend gering. Das ist wirklich verschwindend gering. Wir werden uns mal überraschen lassen, ob das, was ich gerade hier so vorgerechnet habe, auch wirklich eintritt. So, Moment, Y aus, wunderbar.
Ja, genau. Eine Sache machen wir jetzt noch. Wir haben unseren Antrieb, den wir natürlich hier draufschrauben werden. Und wir werden das Ding nochmal mit Pentaxid voll tanken. Und da haben wir... Ja. Ich will nicht alles mitnehmen. Ich würde sagen, das reicht erstmal. 22. Das reicht bestimmt, um hin und her zu springen. Ganz klar. Verwalten. Bitte einfüllen. Fertig. Und jetzt sind auf jeden Fall für 22 AE astronomische Einheiten. Sprungreichweite. Freunde, sehr schön. Ich freue mich. Die Folge ist allerdings an der Stelle wieder zu Ende. Also, wir sind wieder auf demselben Stand wie schon vor 2 Folgen, wenn ich das richtig weiß. Genau. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, wenn ihr hier das erste Mal einschaltet und euch der Content gefällt. Natürlich. Und ganz, ganz wichtig, schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Ich lese mir es durch. Ich versuche es umzusetzen. Und ja, mehr bleibt nicht zu sagen. Mir hat es gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, ich sehe euch wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.